Herzlich willkommen beim Kodoma Podview, eine Mischung aus Podcast und Interview mit Luzi und den Stimmen hinter den kleinen Stars vom Kodoma Marionettentheater. Gute Unterhaltung. Ja, hallo ihr Lieben, hier ist wieder euer Luzi mit dem heutigen Podview und wir sind immer noch nicht in einem nepalesischen Luxusrestaurant, wo es Meerschweinchen gibt. Wir sind immer noch in der Wohnung von Sud und Mandy. Ja, falls ihr euch dann wundert, wo die quietschenden Geräusche im Hintergrund herkommen. Bei mir heute ist Sandy M., geboren 1988, seit 2019 bei Kedoma dabei, als Szenen- und Geschichtenhelferin, als Malerin für Titelbilder und als Synchronsprecherin, weswegen wir uns auch heute hier treffen, als Erzählerin in Gokul Falada und der Vagabund und als Geist eines Zimmermädchens und der Stimme des Waldes in Deutsch und Englisch in Monsterican House of Ghosts im Bann der Geister. Hallo Sandy. Hallo. Fangen wir erstmal mit Frage 1 an. Welche Rolle war bislang deine Lieblingsrolle und warum? Da ich recht kurz dabei bin, ist es jetzt nicht irgendwo drauf gebunden auf eine, aber... Du hast nicht so viel Auswahl. Genau, da fällt die Auswahl ein bisschen schwerer. Ja. Aber als Erzähler ist schon eine richtig, richtig schöne Aufgabe, oder was für eine Aufgabe, eine schöne Rolle. Ja. Die gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und dieses Rüberbringen, was demnächst kommt. Und dieses ein bisschen vielleicht auch die Spannung und vielleicht auch eine Nervosität hervorkitzeln. Und das ist doch schön. Das mag ich sehr gerne. Das definitiv. Aber wir reden jetzt von der Erzählerrolle bei Gokul Falada und der Vagabund, ja. Hättest du da auch Lust, irgendwann in der Zukunft bei der Fortsetzung die Erzählerin wieder zu sprechen? Oder sagst du, nee, beim letzten Mal war mir da zu viel Text? Nee, überhaupt nicht. ich habe das eigentlich sehr genossen. Ja. Doch, ja, also da ist so ein Bereich, wo ich drin aufgehe. Ne, irgendwas rüberzubringen. Und ja, wenn ich mir vorstelle, okay, vielleicht sitzen da irgendwo noch... Kinder beispielsweise und denen lese ich das vor, das hilft mir eigentlich sehr, sehr gemein und ja. Alles klar. Frage 2, was sind deine charakterlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dir und deiner Lieblingsrolle? Ja, da kann ich glaube ich nicht direkt nur auf einer Rolle bleiben. Ja. In dem Bereich von, da ich sehr viel in der Natur bin, beispielsweise, ist dieser mysteriöse Wald natürlich komplett halt etwas, wo ich mich auch doch zum Teil identifizieren kann, weil ich eigentlich, wann auch immer es geht, in der Natur bin, draußen bin und ja, halt auch die Zeit komplett dann genieße und auch komplett manchmal die Zeit vergesse. Dann wiederum ist es halt, dass ich die Erzählerrolle total, wie gerade schon gesagt, ja, das ist halt keine Rolle oder ja, das ist irgendwie doch schon eine Leidenschaft. Wenn man eh schon, was ich ja sehr oft dann schreibe, irgendwo für Kinder oder so, man versucht sich da rein zu versetzen. Ja, beruflicher Natur sicherlich hatte ich auch mit Kindern zu tun oder ja, ne? Ja. Dementsprechend hat man doch schon so ein kleines Näschen, was könnte gut sein, was könnte nicht gut sein. Und dann halt natürlich sicherlich hofft man natürlich, wenn das Ergebnis fertig ist, wenn man dann sagt, okay, es kommt so eine Kooperation, dass es gut ankommt. Aber sicher, in dem Bereich von einer zweiten Fortsetzung, ja, gerne. Also an einer zweiten Fortsetzung wäre dann Teil 3, so weit ist es schon voraus. Wer weiß, vielleicht auch noch eine dritte oder eine vierte. Ja, genau.
Ja, weiß man ja nicht. Aber ich, oh ja. Ich meine, Teil 1 ist ja sehr gut angekommen, trotz dass der 100 Minuten Film hat. Ja. Ne? Ist ja nicht mal eben, ne? Ist ja schon einiges an Zeit. Du meinst den Kurzfilm, ne? Ja, genau, der Kurzfilm, ja, der arg kurz. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob von der Länge her ein zweiter Teil dem ersten überhaupt das Wasser reichen kann. Ne? Was sagt der wie 200 Minuten? Um Gottes Willen. Nee, also ich glaube, dann würde ich in der Mitte tatsächlich cutten und aus der zweiten Hälfte dann Teil 3 machen, wenn es so passieren sollte. Ja. Außerdem muss man noch dabei sagen, für das Projekt Invasion der Vögel hast du auch sehr, sehr viele Ideen mit eingebracht. Genau. Und man kann ja sagen, du bist ja da bei dem Projekt quasi Co-Autorin, auch wenn das Projekt noch nicht veröffentlicht wurde oder richtig ins Rollen geraten ist. Aber bei dem Projekt hast du auch deine Finger im Spiel, ne? Genau, ja. Da habe ich auch mein Pfötchen drin. Ja. Und da bin ich natürlich auch komplett mal gespannt, wie das ankommt, weil ich das natürlich nicht so wirklich hauptsächlich mein Bereich ist. Ja, yes, ist ja dann Bereich Horror. Zu ja. viel zu verraten. Ja. Ne? Mhm. Das ist richtig, ja. Ich bin gespannt, ob es überhaupt irgendwann mal fertig wird. Ich meine, bei Gretel und Zauberer Zoppo, da haben wir auch 16 Jahre warten müssen, bis das Projekt fertig war. Ach komm, vor 16 Jahren. Ja, meinst du auch. Ne? Ja. Ich meine, es sind immerhin noch wie viel? 6 Jahre? Nee, 8. Oder? Boah, ich weiß ja gar nicht. Also 5, 6 Jahre auf jeden Fall. Können aber auch 7 oder 8 sein. Ach komm, sagen wir in 4 Jahren spätestens ist er draußen. Ja, genau. Zum 10. Geburtstag der Idee. Ne? Wird groß gefeiert, angestoßen. Auf jeden Fall. Dann geht's auf Kinotournee. Sandy, Frage 3. Hast du eine Lieblingsfigur, unabhängig davon, ob du dieser Figur schon mal deine Stimme geliehen hast oder nicht? Eine Lieblingsfigur im Allgemeinen? Es gibt viele, die ich doch hübsch finde. Also als Tierliebhaber finde ich... Ich habe gedacht, du würdest sagen, die sehen alle gleich scheiße aus. Nein. Okay. Nein. Die sind so mit Liebe gemacht. Ja. Nee, aber als Tierliebhaber finde ich die Tierfiguren immer total putzig und süß. Und ja, so ist der Hase, so ein guter Schäfchen. Die sind so... Ne? So Hoppel und Ottilie. Ja, Ottilie. Ja. Ja, die bekommen ja bald auch ihre 9 Teile, Teil 7 und Teil 8, nach, ich glaube, 5 oder 6 Jahren Pause. Oh, so kurzer Zeit? Oh, ja. Das ging aber schnell. Ja, Sud hatte keine Lust mehr nach Teil 6, weil Hoppel und Ottilie ja dann auch die Osterinsel verlassen mussten. Mhm. Und, ja, aber das Interesse blieb halt. Mhm. Ja, und da haben wir gesagt, okay, dann setzen wir nächstes Jahr an den weiteren Teilen an. Ja. Wer weiß, vielleicht kommen noch andere Teile. Ja, also in der Liste habe ich gesehen, es ist schon was notiert als Hoppel 9 und 10. Aber wer weiß, wann die veröffentlicht werden. Also bei Hoppel 9 gibt es schon einen Titel, bei Hoppel 10 steht einfach nur Hoppel 10. Aber erst hatten wir da die Idee, dass Hoppel und Ottilie zusammenkommen, also Hoppel und die Liebe oder irgendwie sowas. Mhm. Die Idee wurde aber verworfen. Aber weil Ottilie ist ja heimlich verliebt in Hoppel, aber Hoppel kann irgendwie nichts mit Liebe anfangen. Der kennt nur freundschaftliche Liebe. Und ja. Ja, wer weiß, vielleicht passiert ja bis dahin doch was mit den beiden oder nicht. Ja, ein Liebeszauber, ja, genau. Ja, du hast doch schon eine Idee für Folge 11 geboren. Ja, diese Vorfreude. Ja, total. Aber was gefällt dir beim Synchronisieren am besten zu Frage 4? Halt, ein Charakter, auch wenn er, ich sag mal, doch, man ihn in dem Moment nicht sieht,
Ja. Aber eine Stimme zu geben. Ja. Okay, beim Erzähler sieht man ihn auch nicht. Ja, das ist der Wald. Oder im Grunde dem Wald. Da ja. weiß man auch nicht, welcher ja, stimmt, Bereich ja, ja, beispielsweise spricht. Aber trotzdem gibt man einer speziellen einen Bereich oder einer Situation oder einer Figur eine Stimme. Mhm. Und muss sich halt doch auch in der Figur oder in der Rolle einfinden. Beziehungsweise auch rein denken. Ja. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Um da mal zu überlegen, okay, was ist das für ein Charakter? Wie wir da, ja, okay, dann könnte es vielleicht so sein. Oder vom Erzähler halt, okay, da muss ich gestehen, ist eigentlich... Ja, und er erzählt die Geschichte und gut ist, ne? Nee, aber da ist eigentlich da so ein bisschen beruflicher Natur, denke ich mich da so ein bisschen rein, was ist mit den Kiddies und wie könnte es ihnen gefallen und das war's. Also ja. Das muss ich schon sagen. Ja, das ja, begeistert mich. Ne? Fasziniert mich irgendwo doch schon auch, ja. Das glaube ich schon. Ja, oh ja. Oh ja, alles klar. Aber was würdest du bei Keduma für ein Projekt machen wollen, wenn du für eine Woche Chef sein dürftest? Das ist eine richtig gut, gute Frage. Jetzt kommt sie mir gleich mit Rosamunde Pilcher um die Ecke. Nein. Um ehrlich zu sein, das ist eine verdammt gute Frage. Vielleicht, ein Puppenerotikfilm. Nein, ach Gott, nein. Nein, der sei ja schon. FSK 18. Nein. Ich kann nicht das vielleicht. Ja. Vielleicht so eine. So mit Rechtsmedizin, also das ist so ein bisschen, ich sag mal, Anwende, okay. Wenn man das so sagen möchte, vielleicht so ein bisschen ulkiger, das wäre doch vielleicht auch mal was. So irgendwie so Krankenhausgeschichten, sowas? Ja, oder so, ja. Ja, das könnte vielleicht so mal ein bisschen, ich meine, da ist ja eben Beruf, der eigentlich auch heutzutage nicht so gut angesehen yeah. ist, wo man eigentlich vielleicht auch die Nase rümpft und sagt und I und ne, weiß das für ein Beruf und du bist es, aber trotzdem, ja, ist das eigentlich ein schöner Beruf, oder was heißt ein schöner Beruf, aber ein Beruf, der vielseitig ist, der ja, der auch sehr gebraucht wird. Mhm. Und sei es in dem Bereich, klar, Kriminologie oder aber auch im Krankenhaus, gibt es den Pathologen auch. Ja. Und vielleicht da auch mal so ein bisschen vielleicht eine Lanze brechen. Dass man dann irgendwo ein bisschen anders drüber denkt, aber jetzt nicht den Beruf, keine Ahnung, wie lustig macht das was. Dass man das vielleicht so ein bisschen kombinieren könnte. Mhm. Das fände ich vielleicht beispielsweise echt gar nicht so schlecht. Mhm. Ja, dann weiß ich schon mal, wen ich Sud vorschlagen kann für eine zweite Staffel zu Dr. No, ne? Ich bin ja auch am Überlegen, als ein weiteres Trittbrett vielleicht mal eine Serie zu machen neben Luzi erklärt und Luzi bereist. Zum einen im paranormalen Bereich oder im parapsychologischen, mhm. aber auch im körperlichen Bereich, so körperliche Einzigartigkeiten. Ich habe mir da so ein bisschen den Titel so zurechtgebastelt, Luzi durchlebt und dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Mythen übers Herz oder irgendwie sowas, ne? Zum Beispiel. Ne? Ja, hört sich gut an. Ne? Oder halt so Wunderwerke, zu denen der Körper eigentlich fähig sein könnte, was man dann aber, also diese Fähigkeiten aber verkommen lässt. Ne? Sowas, ne? Mhm. Ja, weil sich dann das menschliche Bauch. Ja, genau. Eventuell. Aber was mich auf jeden Fall mega interessiert, zum Beispiel das Thema
das zweite Stimmband, aber was ja nicht benutzt wird in der Regel. Ne? Es gibt ja Mönche, die trainieren das, ne, um so richtig coole Gesänge hinzubekommen. Aber manche können es halt benutzen und andere lassen es total verkommen. Ja. Ne? Und es ist ja jetzt auch mittlerweile haben Forscher raus oder Archäologen waren das, glaube ich. Jetzt mittlerweile einen toten Priester aus, ich glaube, Ägypten eine Stimme gegeben nach etlichen Tausenden von Jahren. Ne? Okay. Das ist auch faszinierend. Ja. Ich meine, klar, durch die Einbalsamierung und, da ist natürlich noch ein Teil mehr, aber da ist schon, man kriegt schon Gänsehaut, wenn man dann auch, wenn es nahezu hinkommen könnte, dass dieser Priester in dem Sinne schon vielleicht so, sein Gott dann irgendwo angesungen hat, ne, ihn gewürdigt hat oder sowas und vielleicht so ein, wenn nur eine Note oder so ein Laut dann in dem Sinne stimmt, finde ich faszinierend. Ne? Ja, glaube ich, ist auch faszinierend. Frage 6. Guckst du dir die fertigen Filme oder Serien auch an oder distanzierst du dich privat von den Projekten? Ich gucke es mir tatsächlich an. Ja. Tatsächlich? Ja. Du arme Sau. Oh ja. Nein, also da ist natürlich das eine, wenn man es einspricht und sagt, okay, das war's. Ja. Aber dann zu sehen, wie natürlich das Resultat ist und ob man selbst mit sich selbst zufrieden ist oder man sich denkt, das hättest du vielleicht ein bisschen anders sagen können oder holala, nee, also das überhaupt nicht. Aber ja, nö, das ist... Ja, nö, ja. Nee, das ist schon... So bin ich tatsächlich. Das muss ich doch echt sagen. Also bin ich sehr perfektionistisch in dem Bereich. Also quälst du dich nach getaner Arbeit tatsächlich noch privat mit den fertigen Projekten rum? Nee, das ist ja natürlich auch für mich irgendwie um zu sehen, okay, in dem, ja, hat es gepasst? Ja. Und kann ich auch vielleicht mit mir zufrieden sein mit, was heißt Arbeit? Also ist jetzt keine Arbeit, aber... Ja. Mit dem, was ich dann. Na, wenn meine nicht für bezahlt. Ja. Übrigens, meine Gage wird fällig. Ja, genau. Ja, musst du mit Amit Sud reden. Ich warte auch noch auf meine Gage. Ja, seit dann müssen wir aber streiken. Ja, du, seit 2004 krieg ich keinen einzigen Cent. Oh, ja, okay, da warte ich auch noch ein paar Jährchen. Siehst du? Eine Frage nebenbei, die mir gerade so einfällt, die steht jetzt nicht auf meinem Kritzel-Blog. Ab was glaubst du? Was macht dich oder deine Stimme so besonders, dass die Fans gesagt haben, ja, gerne mit dir auch ein Podview? Also dass die auch mal gerne jetzt für diese Folge auch mal ein bisschen mehr über die Person hinter der Stimme hören wollen. Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Allerdings ist mein... Ja, ne, jetzt ich bin nicht in den Köpfen von den Zuhörern natürlich ja. drin. Ne? Dementsprechend weiß ich nicht, was... Ja, die haben ja bestimmt nur so Herzchen. Denken. Oh ja, das wäre natürlich schön. Ne? Aber ich könnte mir doch vorstellen, vielleicht als Erzähler versuche ich da natürlich eine ruhige Stimme zu haben, die natürlich mitnimmt. Und hoffentlich spätestens nach dem zweiten Satz ich natürlich die Zuhörer in meinen Bann gezogen habe. Ja. Ob es natürlich ankommt, das ist natürlich eine andere Frage. Hm. Und da müsstest du natürlich deine Zuhörer, die Fans, natürlich erst selbst so fragen. Da stecke ich ja nicht in den ganzen Köpfen von den Fans. Das ist richtig. Zuschauer. Genau. Upsi. Also wisst ihr Bescheid unten in die Kommentare. Ganz viele Herzchen und Kuss-Emojis und Liebesgeständnisse an die Sprecherin Sandy Helm schicken.
Ich werde sie weitergeben. Ja, genau, ich werde sie weitergeben, genau. ja, wir bisschen bombardiert. Oh mein Gott. Ja, ich werde mich darüber ganz, 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 ganz doll freuen, doch. Wenn es gut ankommt. Ja, klar, auf jeden Fall. Frage 7, ich hätte jetzt beinahe gesagt Folge 7. Okay, was für ein Text? Ja, es war einmal vor langer Zeit. Ah ja, jede Frage eine Folge, ne? Oh ja, okay. Frage 7, von welchem Film oder welcher Serie würdest du dir generell eine Fortsetzung wünschen? Jetzt mal unabhängig davon, ob du schon da mitgewirkt hast oder nicht. Also, da ich sehr, sehr, sehr gerne natürlich Dokumentationen mir angucke, also was. Ja. Finde ich es natürlich sehr spannend, über beispielsweise Lucy Reist zu erfahren. Ja. Beziehungsweise, vielleicht gibt es irgendwas Neues, was rausgefunden wurde über neue Weltkulturerben, die zugekommen sind. Oder weiß ich nicht, was. Oder vielleicht irgendwie was anderes. Da ich in der Medizin arbeite, ist es natürlich für mich immer etwas, ja, in dem Bereich auch zu hören. Was natürlich auch so ein kurzer Einstecher da mal auch war. Und da bin ich natürlich eigentlich immer sehr wissbegierig und ja kann jetzt gar nicht mich da im Grunde genug hören und lesen oder sehen. Und ja, da bin ich immer sehr gerne bei. Also diese Wissens. Ey, jetzt will sie sich bei mir einschleimen zum Thema Luzi-Bereich, zum Luzi erklärt. Ja, habe ich schon verstanden. Ja, meine erste Hauptrolle, lieber, ne? Warte noch. Ja, komm her. So, der Blick, der hält sich jetzt Bände gesprochen. Schade, dass keine Kamera im Spiel war. Ja, ich habe mir überlegt, da hängen wir dich dann an Fäden und dann stellen wir dich auf die Bühne. Ja, könnte interessant aussehen. Also du wünschst dir quasi noch mehr von den Luzi-Projekten. Genau. Also ja, die Wissensprojekte. Ja, ja. Vielleicht auch mit Kooperation, mit... vielleicht begleitet irgendjemand Luzi oder wird vielleicht so eine kleine Zusammenarbeit aus zwei Charakterdarstellern. Ja. Kann natürlich passieren, klar. Ja, 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 aber mal gucken. Oh, ja. Jetzt sind wir bei Frage 8. Was für eine Rolle würdest du gerne mal einsprechen und warum? Eine Hexe. Die Lache hätte ich. Nein, Quatsch. Aber eigentlich an und für sich bin ich da nicht wirklich auf eine... Also vielleicht so in dem Bereich, ja, so ein Ermittlerin wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Ermittlerin, okay. Wer weiß. Also ja, im Grunde ist natürlich alles, finde ich, für mich interessant, was natürlich mit meinem wirklichen Ich vielleicht nicht gerade auch so übereinstimmt. Ja. Ne? Was natürlich auch ein bisschen schön ist, mal ein bisschen zu spielen in dem Sinne. Weil, ich sag mal, real. Im realen Leben, ne, die reale Person ist so und so und der Charakter, der ist vielleicht auf einer ganz anderen Schiene. Und das ist natürlich auch mal so ein Reiz. Vielleicht auch mal komplett etwas einzusprechen, wo man sich denkt, whoops, ne? Also vielleicht auch wie im Wald. Ja. Wie willst du dich in einen Wald reinversetzen? Waren so ein paar Hirnzellen, die geglüht haben, aber im Tatsächlichen haben wir es dann ja doch hingekriegt, ne? Wenn es auch jetzt nicht, keine Ahnung, wie viel Text war, aber trotzdem dieses Reinversetzen, das, ja, ne? Dann halt vielleicht eine Ermittlerin, vielleicht auch das Gegenstück, ne? Dann irgendjemand, der dann fliehen muss und von der Polizei gesucht wird, oder, ja. Aber könntest du dich da ruhig schon so stimmlich in Projekten sehen wie beim Krimi Im Namen des Fisches 2? Vielleicht. Ja, mal gucken, was sich anbietet, ne? Ja gut, sag ich nur super Bescheid. Ich bin auch immer offen für Neuigkeiten.
Doch für, ich sag mal, eine neue Herausforderung. Ja. Mhm. Auch für einen Schwarz-Weiß-Film. Ja, cool. Warum nicht? Oh, Schals und Schritt kann ich auch. Jetzt mit Leibhafting. Also ey, warum nicht? Oh, ja, da sieht man dann nur nicht. Ne, sieht man dann nur nicht. Aber in der Zeit so machen, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Das sollte doch hin, ne? Welche Projekte machen dir mehr Spaß? Projekte für Kinder oder für Jugendliche und Erwachsene? Und warum? Da ist natürlich so ein Bereich, kommt drauf an, von was für einem Bereich man spricht. Ja. Vom Synchronisieren fällt es mir sehr leicht, eigentlich, würde ich sagen, doch für Kinder einzusprechen. Ja. Weil natürlich ich am meisten mit Kindern beruflich zu tun habe. Dementsprechend, ich sehe die Feedbacks, über was sich Kinder freuen, wo sie anfangen zu gackern oder vielleicht wo sie sich gar nicht mehr einkriegen. Ja. Und vielleicht auch ist so ein bisschen dann auch, wenn ich dann mit der Stimme versuche dann zu spielen und dann das halt auch wiederzugeben, ich glaube, das fällt mir dann doch schon recht leicht. Im Bereich Erwachsene, klar, ist auch ein Arbeitsbereich von mir. Ja. Ist aber doch ein bisschen auch anders. Ja. Weil, klar, jeder Menschen entwickeln sich, jeder hat einen anderen Geschmack. Und natürlich ist es da dieser Reiz oder vielleicht auch so eine Art von, ja, man möchte natürlich Leute gerne sicherlich von der Stimme begeistern. Natürlich, jeder hat einen anderen Geschmack, ob man jeden dann in seinen Bann zieht, glaube ich dann eher weniger. Auch natürlich ist halt ein Bruchteil von, keine Ahnung, was für eine Zeit dafür nötig, um zu hören, oh, die Stimme mag ich überhaupt nicht, oder die Stimme mag ich. Und die, weiß nicht, hört sich ruhig an oder ist durchgeflippt oder bei Senka, was? Und natürlich ist das nämlich auch so ein Teil, diesen Moment natürlich zu erhaschen. Und ja, bei den Erwachsenen ist das da doch nicht so leicht wie bei den Kindern. Bei den Teenies, ja, also da ist, das, da ist, glaube ich, auch so ein Zwischenteil, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Wenn ich das vom Schreiben mal sehe, würde ich mal behaupten, es ja, fällt mir eigentlich immer leichter für Kinder zu schreiben. Ich meine, so, ja, in ihrer Welt so ein bisschen einzutauchen. Ja, vielleicht auch, wenn ich irgendwie draußen irgendwie was auffange oder sowas, wo ich mir denke, oh, okay, ja, hey, das ist gar nicht mal so schlecht. Also so, außer so Anreize zu kriegen oder so, ist das eigentlich gut. Ja. Und wenn man irgendwie vielleicht mal rumfragt, okay, hey, hier im Erwachsenen und wie, was meinst du? Ja, okay, da kriegt man, okay, ja, aber da ist jetzt nicht so viel. Da ist eigentlich mehr Schweigen im Wald oder vielleicht kleinere, aber ja, also da ist immer noch ein Unterschied eigentlich. Ne? Ja. Du hattest jetzt so viel zwischendurch erzählt, dass du beruflich mit Kindern arbeitest. Ja, was machst du da genau, wird sich jetzt bestimmt der eine oder andere fragen. Ja, ich bin tatsächlich Übungsleiterin bzw. Reha-Trainerin. Und das in dem Bereich Orthopädie mit Kindern und mit Erwachsenen. Auch teilweise in dem Bereich mit Teenies, hab da aber eher mehr oder weniger nicht so viel Glück, dass ich Teenies anleiten darf. Dementsprechend genieße ich die Zeit mit meinen Reha-Leuten natürlich sehr und als Reha-Trainerin kommt man den Personen natürlich auch sehr nah und kommt auch sehr im Gespräch und kann natürlich auch, ja, Charaktere beobachten, sei es von Kindern, sei es aber auch von Erwachsenen, was man natürlich auch richtig, richtig gut ist und ja, hier. Also so Rücken auspeitschen und so, oder? Nein. So böse bin ich dann auch nicht.
Aber natürlich auch dann, ja, im Trainerbereich bin ich natürlich auch recht vielseitig mit vielen verschiedenen Bereichen. Also ich glaube, wenn ich jetzt alle aufnenne, das ist nur... Das sind wir morgen noch, also, ja. Also ich habe viele Trainer Lizenzen. Natürlich, klar, ne, da kann ich... Ich liebe es halt, böse gesagt, Leute zu quälen. Also doch. Ich hab's gewusst. Nein, also wenn doch die Leute außer Puste sind, dann bin ich erst glücklich. Ja. Wenn Leute sagen, okay, letztes Mal hatte ich doch vielleicht ein bisschen Muskelkater, oder am Anfang, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, okay, ich bin die neue im Reha, und die kommen eine Woche vielleicht später und sagen, boah, ich hatte letzte Woche so Muskelkater, so, das freut mich, weil, boah, bist du böse. Weil natürlich es sich was im Körper tut, ne? Und es eigentlich nur von Vorteil in dem Sinne ist. Zu dir also, gehe ich nicht, du verleitest es zum Sport. Ja, also meine große Leidenschaft ist tatsächlich die Gesundheit und der Sport. Ja, das hat man vielleicht schon rausgehört. Ein bisschen. Oh, okay, nur ein bisschen, dann bin ich ja froh. Ja, nur ein ganz klein bisschen. Hm? Okay. Frage 10. Seit du 2019 bei Keluma dabei bist, was ist so deine schönste Erinnerung an Keluma? Also ich finde die Zusammenarbeit eigentlich immer sehr, sehr, sehr toll. Ja. Mhm. Dann, wenn irgendwie eine neue Idee da ist, dann wird ausgetauscht. Brainstorming, wie, was könnte, vielleicht in der Mache, wo man vielleicht irgendwie eine Flaute hat oder man sich denkt, oh, okay, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Dass man vielleicht doch zusammen sich ersetzt irgendwie oder... in Kontakt tritt und sich dann noch ein bisschen, weiß nicht, 10 Minuten dann zusammen beratschlagt oder dann, ich sag mal, geistiges Wissensaustausch, ne, betreibt. Und meistens kommt da tatsächlich auch immer sehr, sehr gutes Zeugs raus. Was meistens, man auch ja. Also denn man weicht ab und dann ist man gefühlt vom Buchstaben E auf ein Z und man denkt sich, wie kommt man jetzt da rum? Doch so nah beieinander. Ja, hi! Ja, das geht aber auch. Also sagst du, die schönsten Erfahrungen oder Erinnerungen sind die Zusammenarbeit? Ja, doch. Zusammenarbeit und natürlich auch der Spaß, den man dann hat. Oder wenn man komplett irgendwo drin ist und man denkt sich, Was? Habe ich was Falsches gesagt? Das klappt auch. Ja. Das ist auch durchaus schon mal vorgekommen. Okay. Warum hast du dich entschlossen, fürs Synchronisieren bei Keluma dann zwischendurch deine heilige Freizeit zu opfern? Ja, im Grunde sprechen. Das ist eigentlich eh schon mein Beruf. Ja. Also Stimme zu verleihen, ja. Merkt man gar nicht, wir sind gerade bei 33 Minuten, glaube ich. Ja, merkt man gar nicht. Stimme zu verleihen, anzuleiten mit Stimme, da ist natürlich das Nonplusultra. Ja. Und natürlich ist er halt, sich, ich sag mal, irgendwo in eine andere Figur rein zu verleiten, sich rein zu begeben. Natürlich auch noch was anderes, ne? Und eine Herausforderung, wenn man das so sehen möchte, aber auch irgendwo was, wo man sich vielleicht denkt, ja okay, dann machen wir es doch mal. Ja. Ist was vielleicht komplett Verrücktes, wie ein Wald einsprechen, ne? Ist richtig. Ne? Aber hey, irgendwie wird das auch gehen. Und, also genau, das Beste raus, ne? Also genauso wie du hast keine Hobbys, ne? Oh ja, doch, also Hobbys habe ich tatsächlich auch. Ja, tatsächlich. Ne? Wenn man das sagt, ne, mit der Natur. Ja. Habe ich ja schon mal angesprochen, ja. Aber was machst du sonst gerne? Ich liebe es zu zeichnen. Was man demnächst wahrscheinlich auch sehen wird. Ja, es ist richtig, ja. Ja. Ich glaube, das erste ist ja fürs Seepferdchenmärchen und kurz danach die Keluma Minis mit Oma Inge und Co. Ne? Ja.
Ja, dann ich liebe Sport. Ich liebe es zu laufen, allgemeinen Sport, Fitness zu betreiben. Ja. Was auch bestimmt nicht auffällt. Nein, überhaupt nicht. Also jetzt unseren Zuschauern sowieso nicht. Das stimmt. Na, also alle, die uns jetzt hören, ihr müsst euch vorstellen, Sandy braucht 2 Sitze. Was? Das ist wahr! Alles Fake News! Fake News! No. Fake News! Nein. No way. Nein. Oh my God. Andere zum Sport quälen und nach dem Sport dann erstmal bei McDonald's essen gehen. Nein. Erstmal sportlich arbeiten und dann Sport betreiben und sportlich essen und Ernährung. Das bin ich, ja. Ja, das stimmt. Mit den Hobbys allgemein natürlich, wie gesagt, zeichnen. Ja. Ich habe sage und schreibe mittlerweile das Gravieren von Gläsern für mich entdeckt. Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, du meinst das Gravieren von Rücken oder so. Nein. Ich bin noch liebevoll. Das kommt noch. Okay. Noch bin ich liebevoll. Ja. Aber dank dem Lockdown habe ich das irgendwie doch schon entdeckt. Sei es dann aber auch meine Tiere. Ja. Das ist natürlich eine von meinen größten Hobbys. Andere Länder entdecken, Kulturen entdecken, finde ich mega. Also auf dem Globus, ne? Ja, so ein bisschen rumreisen. Ja, genau. Aber dann am liebsten dann doch persönlich rumreisen in dem Bereich und doch, ich sag mal, live sehen als dann doch vielleicht nur eine Dokumentation. Das ist dann doch schöner. Ja, glaube ich. Mhm. Vervollständige bitte folgenden Satz mit einem Wort. Keduma ist für mich? Wunderbar. Ich habe hier nur Schleimer, Wahnsinn ist das, als ob die sich abgesprochen haben. Aber warum gerade wunderbar? Ja, weil es so vielseitig ist irgendwie. Ja. Man kriegt dann das Angebot vom Erzähler. Im anderen Moment ist man untotes Zimmermädchen. Ja. Im anderen Moment ist man dann aber auch wiederum, in meinem Fall, in dem Bereich, dann aber auch ein ganzer Wald. Ja. Ne, und die ganze Spannbreite natürlich zu erleben, ist natürlich auch komplett was anderes. Wer weiß, was ich vielleicht demnächst einsprechen darf, denn in dem Sinne. Ne? Gar nichts mehr. Oder ob überhaupt. Ne? Ob überhaupt. Ja. Nee, aber vielleicht ist da komplett eine andere Herausforderung natürlich. Ja. Ne? Oder dann halt mit den Geschichten komplett dann die Kooperation, ne? Mit den Geschichten schreiben. Mhm. Mhm? Das natürlich auch. Frage 13. Gibt es eine Aufgabe bei Keduma, abgesehen vom Synchronisieren, welche du mal austesten wollen würdest? Und wenn ja, welche und warum? Ich meine, du machst ja jetzt nicht nur Synchronisation, wie ich anfangs erwähnt habe, aber abgesehen von den 3-4 Aufgaben, plus natürlich auch das zu synchronisieren, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, yo, das würde ich mal machen, zum Beispiel, keine Ahnung, Feuer legen während Dreharbeiten beim Bungee-Jumping Kamera halten, ich weiß es nicht. Ja, Tandemflugkamera halten, ne? Ja. Ja, schon. Ja, doch, also in dem Bereich, weil ich das eh mag, aber okay. Was vielleicht schön wäre, mal zu live zu erleben von, ich sag mal, Punkt, es ist alles soweit, dass vielleicht etwas entsteht. Ja. Yeah. Also im Grunde nach dem Text und nach dem Drehbuch, vielleicht da mal so ein bisschen Mäuschen spielen zu dürfen und mal da irgendwie so ein bisschen reinzuschnüffeln und zu sehen, wie entsteht da alles. Ich meine, okay, da ist ja eh, wir sind da doch in Kontakt und wir hören dann halt, wie weit wir dementsprechend sind mit Text und weiß Henker was. Aber vielleicht so für ein paar Tage Mäuschen mal zu sein bei den speziellen, sei es beim Dreh, sei es bei irgendwie der Bearbeitung, sei es mit dem Einfügen der Stimmen. Ja. Das sind dann natürlich auch immer noch andere Herausforderungen.
andere Ereignisse. Und das wäre, glaube ich, doch auch schon interessant. Und also, danach sprechen wir von Tandem, ne? Ja, genau, genau. Oh, ja. Also von Dreharbeiten, da kann ich dir sagen, ja, also da gibt es schon einige Projekte, wo man sich so denkt, oh, das ist ganz interessant zu sehen. Später die Postproduktion am Laptop, die ist rotzenlangweilig. Also ich habe schon einige Male so über die Schultern gucken müssen und dem dann sagen müssen, das musst du so machen, das musst du so machen. Ja, der wäre aufgeschmissen ohne mein Wissen. Ja, der ist zunächst zu gebrauchen. Es ist cool, wenn du nach 4 Stunden Arbeit irgendwie 40 Sekunden Film fertig hast, aber die Zeit, wo du da am Werkeln bist und dir eine Szene zum x wievielten Mal antun musst, weil du wirklich jede Sekunde neu bearbeiten musst, weiß ich nicht, ob du dir das wirklich antun möchtest, aber kannst du sicherlich gerne auch mal dabei sein. Weiß ich Bescheid bei der nächsten großen Produktion, dann sagen wir dir rechtzeitig Bescheid und dann kommst du einfach mal für ein paar Tage vorbei und schaust dir dann mal die Dreharbeiten an. Ja, warum nicht? Ich bin da gern bei. Okay. Sagst du jetzt noch, danach sagst du, boah, scheiße, warum habe ich mir das eigentlich angetan? Na komm, wenn du das noch irgendwo eine bestimmte Zeit ist, mal so über der Schulter schauen, aber trotzdem. Ja. Wenn man das mal sagt, okay, vielleicht der eigene, ne, die eigene Story, die zum Drehbuch bearbeitet wurde. Ja. Und daraus wächst was, ist natürlich auch komplett was anderes. Ne? Das ist richtig. Wie etwas dann entsteht, von klein auf. Also quasi so das, was du dir wünschen wollen würdest, wäre so noch mehr Einblick hinter die Kulissen zu bekommen. Ja. Okay. Ja, neugierig, ne? Muss genau. Sein. Ja. Also, wenn man nicht neugierig ist, ey, dann ist es dann langweilig. Genau. Frage 14. Gibt es etwas, was du schon immer über Keduma wissen wolltest? Und wenn ja, was? Warum tut man sowas? Warum 16 Jahre für ein Film? Echt jetzt? Ja, kann ich dir beantworten, tatsächlich. Also du... Das war meine spontane Antwort, meine Damen und Herren. Du spielst nochmal auf das Projekt an Gretel und Zauberer Zoppo. Oh, echt? Ja, tatsächlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, kurz und knapp, ich versuche es jetzt so kurz und knapp zu halten wie möglich. Die erste Folge wurde, ich glaube, 2005 gedreht. Und wir wussten von Anfang an, wir wollen da 5 Teile draus machen. Und der erste Teil, der hat geklappt. Und da waren wir auch mit zufrieden. Und dann kam eine richtig geile Idee, eine richtig tolle Idee, wie man es fortsetzen könnte, so Folge 2 bis Folge 5. Aber das Problem war, man hatte halt damals noch nicht so die technischen Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Und ja, dann haben wir gesagt, ja, dann heben wir den ersten Teil auf und drehen irgendwann weiter, wenn wir die Möglichkeiten haben. Und war total toll. Wir haben eine Folge gedreht und dann ist uns ab dem Ende eingefallen, ach so, um weiter drehen zu können, fehlen uns ja technische Möglichkeiten. Das war natürlich sehr klug von uns. Unser Glück war, dass die Geschichte ja von einer Zeitreise handelt, zu Beginn. Und von daher ist es da nicht so großartig aufgefallen, dass... ursprünglich so aus 1-2 Jahren in die Zukunft reisen, dann auf einmal 15, 16 oder wie viele Jahre auch immer wurden. Dann als wir es hätten fortführen können, war das Videomaterial verschollen. Und das Originalmaterial ist nach wie vor nicht nur verschollen, sondern auch zerstört. Es ist komplett
hinüber. Wir wussten aber nicht, dass es noch eine Kopie von dem Material gibt. Und das ist irgendwann aufgetaucht. Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr ist das aufgetaucht. Zusammen mit den Originalversionen von Der letzte Geparden-Bär und Der Teufel und der arme Mann. Und dann haben wir das digitalisieren lassen von einem guten Freund von uns. Und der hat es dann möglich gemacht, dass wir daran dann weiter basteln konnten. Ne? Also in erster Linie ist es dran gescheitert, dass es nicht so eine kurze Arbeit, sondern so eine extrem lange Arbeit wurde. Zum einen damals halt nicht die technischen Möglichkeiten und zum anderen, als es dann eigentlich hätte weitergehen können, fehlt uns das Archivmaterial von Teil 1 und wir konnten es nicht nochmal neu drehen, weil Teil 1 hatten wir im Feldhaus gedreht, da wir zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr da gewohnt hatten und auch nicht mehr dahin konnten, konnten wir die Szenen auch nicht nochmal nachdrehen und uns fehlten auch tatsächlich einige Marionetten und Requisiten, die in Teil 1 noch existiert haben. Kann ja auch mal vorkommen, dass was kaputt geht oder verschollen geht. Dann hast du es dann halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr und ja. So ist das dann passiert. Dann auf jeden Fall noch mal einen herzlichen Dank an deinen guten Freund, der das ja auf jeden Fall retten konnte ja und digitalisieren konnte. Ja, also ohne den hätten wir das nicht angucken können, ne, uns die Miniserie. Und vielleicht, je nachdem, wie es den Fans gefällt, kommen dann irgendwann weitere 5 Folgen als zweite Staffel. Schauen wir mal. Da warten wir drauf. Oh, aber, ja. Natürlich, Begeisterung pur. Ja, sicher. Und ihr Schnappgeräusch, da muss ich mich entschuldigen, da war meine Hündin. Ja, genau, die ist heute auch dabei. Ja. Weil wir in einem nordkoreanischen Restaurant sind. Nein. In einem chinesischen Restaurant. Nein. Hund süß sauer. Na, uff. Nein. Nee. Nur sauer? Nee. Okay. Eher süß. Ja, okay. Oh, ja. Yeah. Das ist auch gut. Verschlafen süß. Ah, verschlafen süß. Frage 15. Wenn du in die fiktiven Kirgumaländer Sutanien oder Euland reisen dürftest, um dort für 2 Wochen Urlaub zu machen, welche 3 Sachen würdest du mitnehmen? Ich denke mal, gute Wanderschuhe, ja, um natürlich alles kennenzulernen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass ich kulturell sehr, sehr, sehr wissbegierig bin und sehr gerne alles Mögliche aufsaugen möchte und ja, natürlich alles erleben möchte. Die Liebsten natürlich, die möchte ich auch mitnehmen. Dann kannst du dann ja nur maximal 2 Leute mitnehmen, ne? Wenn du als Punkt 1 schon die Wanderschuhe mit hast. Oh, warum nicht? Den Bereich liebst du die Wanderschuhe und meine Tiere? Okay. Also kein Fotoapparat, um Fotos zu machen. Na, ein Handy hat man, glaube ich, eigentlich immer in der Tasche. Nee, ist vorbei, also, darfst nicht mitnehmen. Auch keine Anziehsachen, gar nichts. Nur die Wanderschuhe und dann okay. FKK-mäßig das Land erkunden. Warum nicht? Ja, das ist Spontanität. Da schnalle ich mir meinen Hund über den Körper. Ah, da kriegt unser Burggespenst nur einen puderroten Kopf, wenn du da so Splitterfaser nackt an der Burg rumläufst. Da habe ich mein nächstes Karnevalskostüm, ne? Als Zündholz gehe ich da. Als Zündholz, ja. Roten Kopf habe ich dann, ne? Ja, genau. Kannst du nicht mit nur dann ja gleich tun. Nein. Herrlich. Ein bisschen Spinnerei, ne? Frage 16. Was machst du, um dich in deine Rollen einzufühlen? Genau. Ja. Immer eine vorher rauchen. Meine Hündin, die antwortet schon. An und für sich, ich lese es mir nochmal durch. Ja. 1, 2, 3 Mal. Sicherlich, um da mal ein Gespür zu finden, okay, was könnte dafür sein. Du bist eine Frau und kannst lesen. Was für ein Wunder! Was für ein Wunder! Ja, ich
kann lesen, ja. Du kannst sogar schreiben, ne? Oh ja. Dann musst du eine Hexe sein, ne? Ich kann auch schreiben. Ja. Und ich kann sogar am Laptop schreiben, ja. Oh mein Gott. Aber was ist Laptop? Das muss ich erstmal noch rausfinden. Nee, aber ja. Natürlich, sicherlich. Lesen, so ein bisschen vielleicht auch mich, vielleicht in so eine imaginäre Situation mal reinzubegeben. Okay, wie schon gesagt, was ist das für eine Figur? Wie in dem Sinne ist denn die Stimme? Wie muss ich dann sprechen? Also ich kann schlecht bei irgendwo eine traurige Stimmung beispielsweise oder eine frustrierte Stimmung, keine Ahnung wie, glücklich strahlen und lachen und am besten so einen Lachkrampf kriegen. Ja. das kommt definitiv nicht gut an. Ja, also kommt drauf an auf die Szene, aber nein. Dementsprechend ist dann natürlich, ja, der Bereich Empathie reinversetzen. Ne? Ja, ist gut. Oder halt Erfahrung. Ne? Ja. Im Bereich Erzähler. Frage 17. Hältst du dich immer streng ans Drehbuch oder improvisierst du auch mal? Um ehrlich zu sein, ich so verfolgen beim Ansprechen tue ich mich jetzt nicht. Ich lese und in der Situation, da kriegt, oder ja, im Grunde muss man sich's vorstellen, ich lese und ab und zu kriege ich so einen Moment und nochmal. Ja. Ich bin eigentlich so drinne dann in dem Text, dass ich mir denke, was? Oder ja, was wo ich dann auch irgendwo dann mal nachfrage, wo war denn der Fehler? Oder irgendwie, wo ich dann nicht wirklich weiß, wo der Fehler war. Ja. Dementsprechend, klar, man hat dann vielleicht auch dann den Text irgendwo anders im Kopf, wo man vielleicht ein anderes Wort für irgendwas nutzt. Was war, ja, das nicht jetzt irgendwie schlechter macht, oder das will ich mal behaupten, ne? Ja. Aber was, ja, doch ein kleines bisschen dann in dem Sinne, das andere Wort ist davon. Ja. Aber, ja. Also, so muss ich sagen, ist es bei mir. Ja. Frage 18. Wie schwer ist es für dich, Emotionen und Gefühle in deine Rollen zu stecken? Also zum Beispiel, wenn du jetzt auf Kommando lachen oder weinen musst oder ja, etwas ähnliches, also so Schalter an und du musst jetzt die Emotion in deine Stimme packen. Also wie gesagt, so viel synchronisiert habe ich jetzt noch nicht, dass ich alle Emotionen hätte mal zeigen können von Grundemotionen. Kommt noch. Ja, warum nicht? Weil in der nächsten Sprechrolle musst du dann die ganze Zeit weinen oder so. Oh nein. Nee, lass doch lieber mal. Aber ich denke mal, mir wird es deutlich leichter fallen. Schon allein aus meinem Charakter, glaube ich. Eine fröhliche Persönlichkeit, Lachen auf Kommando, dann blödet man irgendwie zwischendurch rum, dann hat man so oder so ein Lachen. Also ja, ich glaube, das geht recht schnell. Anders wäre es, glaube ich, auf Kommando beispielsweise weinen zu müssen, was ist. Ist natürlich auch etwas, wo man sich irgendwo versuchen müsste, vielleicht zu, was heißt zu zwingen, aber an etwas Bestimmtes zu denken, was einen da eh schon traurig macht oder vielleicht auch zu Tränen rührt. Und, da ist halt so ein Bereich, das müsste man vielleicht auch noch erstmal rausfinden, was es ist. Und das ist halt ein Weg bis dorthin, sagen wir es mal so. Mhm. Und der leichteste Weg ist halt dieses Freundliche und vielleicht auch durchgeknallte für mich. Ja. Was wolltest du schon immer mal deinen 10.000 Fans sagen? Erstmal vielen, 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 vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Also im Grunde würde ich mal sagen, dass das wichtig, ja, das, ja, wie gesagt, danke und das halt doch das schön ist,
hier sein zu können, dass meine Stimme natürlich euch gefällt, aber auch, ja, nimmt das Leben leicht, nicht ganz so streng. Ja. Die letzte Frage. Würdest du auch weiterhin aktiv als Sprecher bei Keluma sein wollen? Ja, gern. Okay, ich hab gedacht, du sagst nach diesem Podview, nee, nie wieder. Also ich dachte, ich krieg jetzt meine Hauptrolle endlich. Ja. Oder die letzten 10 Rollen. Von dem magischen Wald. Oh. Hey, ohne Shit, das war eine richtig coole Herausforderung, doch? Okay, ja. Also die Stimme vom Schädelwald, die wird auf jeden Fall auch in Monsterken 3 gebraucht. Da weiß ich dann auf jeden Fall, wer dann in Deutsch und in Englisch wieder zu hören ist. Ach ja, genau. Ist es eigentlich schwer für dich, bei diesem Projekt zwischen den Sprachen zu switchen? Ich meine, du sprichst ja erst Deutsch und dann Englisch. Ist es für dich einfach oder ist es für dich eher so, wie wird das nochmal ausgesprochen, Frau Lehrerin? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, also es ist, eigentlich fällt mir das nicht so schwer, zu switchen. Im Gegenteil, also im privaten Leben nutze ich auch die englische Sprache und die deutsche Sprache. Ja. Und dementsprechend kommt es auch gerne mal vor, dass ich irgendwie, sei es Texte schreibe zwischen Englisch und Deutsch irgendwo, was mir aber auch nicht so bewusst ist, oder dass ich auch mal irgendwie spreche und ich hau dann irgendwie was im Englischen vielleicht raus, obwohl ich Deutsch spreche. Das kommt tatsächlich mal vor. Dementsprechend, mir fällt es nicht mehr so wirklich auf, ob ich überhaupt alles komplett oder ob ich jetzt die ganze Zeit, unser Gespräch jetzt auch komplett nur Deutsch gesprochen habe oder ob ich dann auch Englisch gesprochen habe oder Alles klar, der nächste Podview mit dir wird dann komplett in Englisch. Das Englische zu sprechen, sicherlich. Man spricht. Es ist was anderes, als wenn man es schreiben würde. Mhm. Vielleicht in dem Bereich weiß man eine andere Vokabel für genau das gleiche Wort und denkt sich, okay, ich bräuchte mal kurz die Hilfe. Das ist dann doch noch was anderes, aber wenn man das einmal gehört hat, okay, also gewöhnlich, dann sage ich das 1, 2, 3 Mal, dann habe ich das eigentlich, würde ich mal sagen, auch drauf, ne? Ja. Ja. Also, ich finde das eigentlich immer sehr eine Herausforderung. Also richtig auch doch toll. Ne? Man hat es im Deutschen fertig und muss dann kurz dann halt das auf Englisch dann auch noch. Was natürlich schönes Training ist. Ne? Auch das auf jeden Fall, die Herausforderung an und für sich ist. Natürlich auch spaßig, wenn eventuell auch sowas passiert, wie gerade schon gesagt, dass man vielleicht im Englischen ist und dann haut man ein deutsches Wort raus oder so, wo man sich denkt, habe ich das jetzt richtig, habe ich das jetzt echt gesagt? Wenn es einem vielleicht selbst auch auffällt. Also das ist eigentlich so für mich lustig, aber ich glaube auch so bei der Aufnahme, für einen Schmunzler ist es eigentlich immer dann wert. Auch wenn es dann unbewusst ist. Ja, man wird dich auf jeden Fall auch in Zukunft hören beim Seepferdchen-Märchen als Erzählerin. Juhu, da freut sich jemand. Und, ja, freue ich schon sehr. Und in Monsterken 3 in Deutsch und Englisch. Und sicherlich auch in Zukunft bei vielen anderen Projekten. Wie gesagt, du sagtest Gockelfaller da und der Vagabund 2 wärst du mit dabei. Gerne. Im Namen des Fisches 2 wärst du mit dabei. Warum nicht? Also sobald die auch Rollen gerne vielseitig sind, bin ich doch gerne dabei. Ja, cool. Auch wenn jetzt hier unterm Tisch gegähnt wird von meiner Hündin. Aber nicht von mir, wollte ich gerade sagen, aber nicht von mir. Ich bin nicht bei dir unterm Tisch. Dann lass mal. Also. Nur weil ich Mexikaner bin. No. Also da können wir noch uns auf viele Projekte mit deiner Stimme freuen. Ja, gerne. Ja, von super. Mir aus auch gerne mit Texten.
Ja, cool. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke, dass du heute hier warst. Und ja, wir haben jetzt eine gute Stunde vollgekriegt. Also das Doppelte, was wir sonst nehmen. Aber hat trotzdem unheimlich viel Spaß gemacht, sich mal mit dir über das Thema Keduma zu unterhalten. Alles, was mit dir in mit Keduma in Verbindung steht. Nochmal dafür ganz, ganz lieben Dank. Und dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Podview. Ich hab zu danken, ne? Ja, gerne, gerne. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao, ciao.